müssen wir jetzt irgendeine Möglichkeit finden, hier die Schablone abzunehmen. Hierbei ist es wichtig, dass dieser Winkel hier immer eingehalten wird. So, willkommen zum neuen Video. Ich bin schon mal im Van. Heute geht es um den Hochschrank, den ich endlich bauen werde. Und damit wir ja wissen, wo er hin soll, müssen wir jetzt erstmal was definieren und das machen wir jetzt. So, ich war schon mal fleißig und habe mir hier eine Skizze aufgemalt, so ganz oldschool, karierten Papier. Hier die Maße, die ich mir so ausgedacht habe. Und vorher ja, nehmen wir da jetzt mal ein bisschen Maß, weil das ist ja alles gar nicht so gerade. Hier ist das eine schiefe Wand, hier ist das eine schiefe Wand. Und ihr wisst ja, ich mag ja Schablonen, deshalb bauen wir uns jetzt erstmal eine Schablone für die Seitenteile. So, ich habe hier eine Pappe ausgeschnitten mit den Schenkelmaßen von unserem Schrank, wie er mal werden soll. 35 hoch, 40 breit. Da das hier natürlich jetzt im Weg ist, müssen wir jetzt irgendeine Möglichkeit finden, hier die Schablone abzunehmen. Ich habe mir hier ja, so ein Abnehmer gebaut. Und jetzt können wir quasi das Maß dann abnehmen. Das muss ich noch ein bisschen ausrichten, aber dann kann es schon losgehen. Ist doch gut, immer ein Stück Heißkleber im Auto zu haben. Hierbei ist es wichtig, dass dieser Winkel hier immer eingehalten wird. Wenn wir den jetzt hier ändern würden, dann ändert sich das natürlich und man kommt hier raus. Deswegen muss man das vorher eigentlich ja richtig gut ausrichten. So, mal gucken. Und siehe da. Sehr geil. Und gerade hängt der Schrank auch noch. So, und da ja so ein Auto nie hundertprozentig gerade ist, machen wir das Ganze für alle Teile. Weil was hier passt, passt hier schon wieder nicht so richtig, ne? Also man könnte es so vielleicht lassen, aber dann ist es schief. Wir brauchen so und dann passt es wieder nicht. Also das gleiche Spiel nochmal mit den anderen Mittelstücken. Das war es jetzt erstmal hier im Van und jetzt können wir ja, das übertragen auf das Holz und das machen wir wieder im Keller. Und jetzt ja, markieren wir die und sägen die mal zu. Das ist immer ganz praktisch, wenn man die von hinten sägt, dann, ja, dann reißen die Kanten beim Holz nicht so aus. Das heißt, wir müssen noch die Schablonen von hinten anmalen. Ja, gibt also eine erstklassige Kante, wenn man von hinten sägt. So, und damit wir uns nicht die Köpfe einschlagen oder an den scharfen Kanten, irgendwie verletzen, fräsen wir das Ganze noch mit der Kantenfräse rund. So, eine kleine Testfräsung ist immer ganz sinnvoll, sonst verhaut man sich gleich das Werkstück. Aber es sieht gut aus. Jawollo, schön. Also ich habe gesehen, dass der Van so ein bisschen schief ist, auch schon beim Ausbau. Und das ist jetzt bei rausgekommen. Ja, krass, ne? Was für ein Unterschied. Nicht wundern, das ausgerissen ist jetzt hier ja, eine Seite, so sieht es dann aus. Deswegen sollte man von hinten sägen und das ist ja, die mittlere Stütze. Deswegen, und das ist innen drin, hinten sieht man also nicht. So, das ist die Bodenplatte. Ich habe die jetzt so rum hingelegt, dass die sind ja nicht 100% gerade, die Bretter, dass die so ein bisschen eine Art Vorspannung sehen. Also
Ich weiß nicht, ob man es erkennen konnte, die ist so ein bisschen nach oben gebogen. Das heißt, ich werde die so mit dem Bauch nach oben machen, dass wenn jetzt hier Last drauf ist, dass sich das Meer gerade dann reinbiegt. So, dann haben wir hier unsere Bretter. Die habe ich natürlich noch vorher beschriftet, damit man weiß, wo was hingehört. Hier kommt das eine hin, hier dann die Mitte irgendwo und hier das andere. So, und da die hintere Kante vom Van auch so schräg war, fräsen wir diese jetzt hier mit 45 Grad erstmal ab. Habe ich schon gesagt, dass ich Fräsen liebe? Fräsen ist einfach geil. Guckt euch mal das hier an. Ah, herrlich. Gut, weiter geht's. So, ich habe es lange nicht mehr gemacht. Ich benutze jetzt mal so eine Dübelhilfe. Da kann man 6er, 8er und 10er Dübel einfacher miteinander verbinden, sodass die Maße übertragen werden. Und das probiere ich jetzt mal aus. Das muss irgendwie hier so gemacht werden, habe ich noch mal gesehen. Und der andere wird so gemacht und der letzte wird so gemacht. Gut, probieren wir mal, ob ich das noch kann. Das letzte Mal habe ich das, glaube ich, bei der Trockentrenntoilette gemacht. Ich verlinke euch hier mal den Film. Ja, schauen wir mal. Okay, also Dübel sind so lang, gucken dann 5 mm raus und das passt wunderbar. Andere Seite dann für das Holz, was wir hier verwenden. Wir haben hier 12 mm Multiplex, habe ich noch gar nicht gesagt. Das habe ich mir zusägen lassen übrigens. Genau. Ein bisschen gerade muss man natürlich trotzdem gucken, ne? Weil ich sage mal, es ist jetzt hier nicht das Festeste hier. Das ist ein bisschen wackelig, also ein bisschen aufdrücken, damit man wirklich die Fläche spürt. Der Bohrer hat hier einen Anschlag. Den kann man einstellen mit einer Madenschraube, das heißt, der kann gar nicht weiter eintauchen hier. Beim Dübelsetzen ruhig mal die Dübel in die Hand nehmen und gucken, ob die wirklich gleich lang sind. Ne? Nicht, dass einer hier länger ist als die anderen. Und dann gucken die doch raus und kommen auf der anderen Seite bei eurem anderen Brett dann wieder raus. Kann man noch mit dem Gummihammer machen, aber ich mache das ganz gerne. Mit dem Metallhammer hat man mehr Gefühl drin. Die Dübel, die sind gerillt. Deshalb, damit die Klebe noch nach oben kommen kann. Weil wenn die Klebe unten angekommen ist im Loch und es wäre komplett rund, dann würdet ihr die Klebe verdichten. Und so steigt die Klebe jetzt quasi den Bohrschaft hoch und klebt vollflächig den Dübel ein. Gut, dann können wir jetzt die anderen Löcher machen, dann das andere Brett. Dazu braucht man einen anderen Bohrer bzw. einen anderen Anschlag. Es empfiehlt sich einfach, so einen Satz immer fertig zu haben. Einmal das lange für die Dübel zum Versenken und einmal das kurze für die andere Seite. Genau, gut, ich baue dann mal gleich um hier. Achso, vorher müssen wir noch was machen. Wir müssen noch die Brettdicke einstellen. Hier gibt es noch so einen Schieber, damit das Loch, was wir jetzt bohren, noch mittig vom Brett ist. Es könnte ja so sein oder doch nur so dick. Dazu setzt man jetzt ein Dübel, wir haben ja die Mitte definiert, auf diese Buchse, die wir gerade genommen haben. Schiebt jetzt den Schieber ran. Damit haben wir unsere Brettdicke definiert und fixieren das Ganze. So, und jetzt haben wir den perfekten Abstand, wenn wir auf dem anderen Brett das Loch bohren. So, hier ist jetzt das Brett, was hier so ran soll. Hier sind die Dübel schon drin, die Löcher müssen quasi hier drauf. Wenn wir die Dübelhilfe jetzt so ansetzen wollen, müssen wir die anderen Dübel hier hinbekommen. Das heißt, wir überstrecken das, also wir drehen das Ganze um die eigene Achse und setzen das so drum drauf. Wir müssen das Ganze quasi um sich drehen. So, ich mach's mal so rum. Und jetzt auch noch das Brett drunter. Ja, damit wir die gleiche Höhe haben, habe ich es mal unterfüttert. So, hier muss es bündig liegen. So, und jetzt können wir nämlich hier mit diesen Stegen hier eintauchen, bis
hier ran. So, der nächste müsste sich eigentlich ergeben. Genau. Dran ist es auch noch. Und der letzte ist hier hinten. Na, könnte ja was werden. Und schon haben wir hier die Dübel direkt über den Löchern. Ich zeige euch nachher noch mal eine andere Art mit diesen Kupfereinsätzen, mit den Pikern, damit man das so abbohren kann. Aber jetzt mache ich erstmal die andere Seite schnell fertig. So, ich habe ja was von einem Mittelsteg erzählt. Das sind unsere Frontplatten für die Türen. Das messen wir uns jetzt schön aus. Und dann setzen wir hier auch die Dübel. So, 69,8 waren das. 69,8 hier. Gut. Das ist die Mittellinie. So. Tada. Er hatte ja gesagt, jetzt kommen wir zu dieser anderen Art, wie man Dübel miteinander verbindet. Dazu muss man ein bisschen Tesakrepp nehmen, damit sich das ein bisschen reindrücken kann. So, guckt mal hier. Kleine Spielkiste. Da gibt es dann diese Nupsis hier. Die kann man dann in die Bohrlöcher auf der anderen Seite reinstecken und dann drückt man hier Pins ab. So, damit wir die Pins aber irgendwo reinstecken können, brauchen wir vorher wieder das lange Loch, damit wir den Dübel versenken können. So, da ich nicht noch einen dritten Bohrer habe, um mir einen Anschlag an den Bohrer zu schrauben, weil ich habe ja diese Dübelhilfe da drin, mache ich das jetzt mit dem Tesakrepp, so ganz oldschool-mäßig. Also ich zeige hier, wie weit der Dübel rausgucken darf und dann klebe ich hier einfach eine Markierung auf den Bohrer und wenn die dann quasi in das Werkstück eintaucht, weiß ich, dass ich tief genug bin. Ja, so sieht es dann aus. Das Gute an Multiplex, man sieht hier immer so schön die, die Lagen. Dann kann man immer schön die Mitte finden. So, einmal von der Seite gucken, einmal von vorne, damit man gerade bohrt. So, hier kommen jetzt diese Teile rein. Wenn man Grat hat, kann man den ruhig nach innen machen. Dann klemmen die sich hier so ein bisschen fest und fallen nicht gleich raus, wenn wir das kopfüber machen. Beherzt draufdrücken. Und dann drücken sich die Piker in das Klebeband ein. Und dann weiß man, wo man die nächste Bohrung setzen muss. Beim Multiplex muss man auch ein bisschen aufpassen, da das ja mehrere Schichten sind, stößt man auch immer durch eine Schicht durch. Und wenn es eine weiche Schicht ist, geht das mal mehr, also mal einfacher und mal langsamer. Da muss man ein bisschen aufpassen. Okay. Gut. So, Klebeband wieder ab. So, wir können ja mal testen, wie es ausschaut. So rum, so zack. Und erste Sahne, würde ich sagen, ne? Super. Hier ist es schön bündig. Hier schließt überall richtig geil ab. Ja, so der ideale Zeitpunkt, um mal zu gucken, ob auch die anderen hier die Seitenteile passen. Schön. Ja, diese Dübelhilfe, die ist eigentlich ganz cool, wenn man erstmal weiß, wie die so tickt, dass man das immer komplett einmal verkehrt herum übereinander legen muss. Das ist geil, dann passt es auch zu 100% und es sieht so gut aus. Hier auch, ich setze es hier ran, es liegt beides press auf den Tisch auf und es passt hier einfach so richtig geil rein. Ah, das ist so cool. Gut, damit hier keine Sachen rausfallen später im Van, habe ich mir überlegt,
dass ich hier unten noch eine kleine Blende vorsetze. Das heißt, ich glaube 3 oder 4 Zentimeter. Ich habe mir zwar alle Bretter zusägen lassen, die aber nicht, weil die einfach zu schmal sind. Das hat der Baumarkt nicht gemacht. Das heißt, das muss ich mir selber zusägen. Das mache ich jetzt. Und oben soll das Ganze mit der Latte befestigt werden. Das heißt, der Mittelsteg, der braucht ja erst noch einen Ausschnitt, weil die Latte genau da durchgeht. Da wird er befestigt. Und oben kommt auch noch eine Verblendung ran von dieser Latte, weil die halt nicht so schön aussieht. Genau. Die sehe ich jetzt und dann sehen wir es gleich wieder. So. Und noch ein. Genau, so dann. Hauaha, ich sehe gerade, ganz schön knapp wird das alles. Also hier ist jetzt die untere Leiste, das ist eine Straußfell. Dann kommt hier jetzt die Tür. Ich habe die mal draufgestellt. Und hier haben wir echt nur noch hier so einen kleinen Schlitz. Ich hoffe, das reicht dann mit den Spaltmaßen. Weil ich sage mal, die Scharniere, die sind ja manchmal auch nicht so perfekt, dass die perfekt abschließen. Ja, sportlich, sportlich. Das haben wir, die Mitte haben wir, den rechts haben wir und den Querriegel haben wir. Ja, eigentlich können wir es jetzt zusammensetzen. Die klebe ich nicht, die sollen ja nur gesteckt werden. Um das so ein bisschen hier einzustellen. So, dann kann man die nämlich hier schön vorsichtig einstellen oder so. Dann schrauben wir das mit dem Winkelgerade an, später, wenn wir den montieren. Ich habe sie gefunden nach 1,5 Jahren, unsere Scharniere. Das sind welche von Heffele, ich glaube CH300, CF300, verlinke ich unten. Für Klappen bis 1,2 Kilo mit Dämpfer drin. Genau, die können wir jetzt schon hier an den Querbalken schrauben. Die haken sich hier so ein. Also wunderbar bündig dann. Na. Ordentlich straff, aber durch die Hebelwirkung nachher von der Klappe relativiert sich das hoffentlich. So, ein neuer Tag, ein neues Glück. Guten Morgen zusammen. Ja, ich habe gestern ein bisschen weiter gemacht, was ich nicht gefilmt habe, ist aber keine große Sache. Ich habe jetzt die zwei Leisten angeklebt. Ich sagte ja, hier unten ist eine Leiste, dass nichts rausfällt und oben ist dann die Verblendung, dass man das nicht sieht. Heute geht es um die Türen. Die bekommen nämlich ein paar schöne Knöpfe, damit man die auch ordentlich aufmachen kann. So, sind so eine, ich glaube, Pull-Lock. Also du musst hier erst einen Hebel aufmachen, dass der Schnapper hinten runter geht und dann kann man die Tür aufmachen. Die Scheffele-Scharniere, die sind allerdings so eingestellt, dass die ein paar Grad schon nach hinten liegen. Das bedeutet, die Tür wird eigentlich rangezogen und ich möchte das erst so lassen, sodass wir diese Griffe jetzt nur dazu nehmen, um das aufzumachen. Ich glaube, jetzt kann es wirklich in den Van gehen.